Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Heute ist nicht nur der Organist krank, sondern auch meine Frau. Ich soll euch alle herzlich von ihr grüßen. Achtet auf euch und bleibt alle gesund. Wir singen miteinander ein Gesangbuchlied, die Nummer 449, Strophe 1, 4, 6 und 8. Die grüne Sonne voll Freude und Wonne bringt unseren Kränzen mit ihrem Glänzen ein Herz erquickendes Lied. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Abend und Morgen sind seine Segnen und mehren und Glück vermehren sind seine Werke und Taten allein. Wenn wir uns legen, so ist er zugegen. Wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit schein. Lass dich mit Freuden und alles Neiden sehen den Segen, den du wirst fliegen in meines Bruders und nächsten Haus. Geiziges Brennen und christliches Rennen, nach Gut mit Sünde, das tilge geschwinde von meinem Herzen und wirf es hinaus. Alles ergehet, Gott aber stehet, und alles war. Die tödlichen Schmerzen halten uns zeitlich und ewig gesund. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns unseren Gott loben, indem wir miteinander Psalm 1 sprechen, im Gesangbuch die Nummer 702. Wir sprechen heute ganze Verse im Wechsel. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten,
aber der gottlosen Weg vergeht. Amen. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen, dass wir wieder zur Ruhe kommen dürfen von unseren Werken, dass wir loslassen dürfen, was uns bedrängt, in der bewussten Entscheidung darauf zu vertrauen, dass du für uns sorgst. Für diese Stunde legen wir alles ab und bitten dich, sorge du für uns. Du hast uns eingeladen in deine Nähe. Du hast versprochen, unter uns zu sein, damit wir aufgebaut werden durch dein Wort, das Wort des Lebens. Darum bitten wir dich jetzt, rede zu uns durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir hören als Wort Gottes für den heutigen Sonntag einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 20. Der Apostel Paulus schreibt: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gottesdienstgemeinde, wie klingen diese Worte für euch? Ganz ehrlich, für mich klingen sie wie die Ratschläge meiner Eltern, als ich von zu Hause auszog, um Theologie zu studieren. Tu dies, tu das und vor allem tu dies oder das nicht, mach es lieber so. Es kann tatsächlich sein, dass die Worte des Apostels so ähnlich klingen. Denn er hatte zu den Menschen, die durch ihn zum Glauben kamen, ein väterliches Verhältnis. Und er hat in Ephesus und um Ephesus herum fast 2 Jahre lang gelebt und gearbeitet. Und jetzt schreibt er an die Muttergemeinde in Ephesus und die vielen kleinen Gemeinden um Ephesus herum einen Brief aus der Gefangenschaft in Rom. Und er schickt seinen Mitarbeiter Tychikus mit diesem Brief zu ihnen. Sie machen sich Sorgen um den Apostel und er antwortet ihnen, indem er ihnen väterliche Worte schreibt. Und ganz nebenbei, dass sie sich um ihn keine Sorgen machen müssen. Er hat nur einen Herzenswunsch, auch unter widrigen Umständen von Jesus weiter zu erzählen. Dass das gelingt, dafür sollen sie beten. So viel soll als Hintergrundinformation heute genügen. Aber ich finde, es hilft, die Worte besser zu verstehen, wenn man sie einordnen kann, wenn man etwas über die Hintergründe weiß. Wenn wir den Epheserbrief in unsere Lebenswelt einordnen würden, dann würden wir ihn vielleicht in das Bücherregal stellen unter die Abteilung Lebenshilfe. Noch besser, er gehört unter die Rubrik Glaubenshilfe. Denn das will er sein, eine Hilfe zum Glauben. Eine Orientierung für die Christinnen damals, wie sie leben können als Christen und für uns heute. Eine Ermutigung, dies fröhlich zu tun. Paulus sagt, achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Gleich hier habe ich angehalten und nachgedacht und gedacht, aha, wie ihr euer Leben führt. Wir führen unser Leben. Wir leiten es. Tatsächlich, wir entscheiden,
nämlich in welche Richtung unser Leben läuft, welchen Charakter unser Leben hat und sogar welche Qualität. Das alles entscheiden nicht die Umstände, das entscheiden wir. Jeden Tag neu. Was für eine Verantwortung und was für eine Chance. Da macht es Sinn, genau hinzuhören, was Paulus als nächstes sagt. Er sagt nämlich, tut das als Weise und nicht als Unweise. Ja, mit zunehmender Lebenserfahrung wird mir selbst das ebenfalls immer wichtiger, die richtigen Schlüsse zu ziehen und mein Leben weise zu führen. Schaut euch mal um. Es geht ja viel Respekt verloren in unserer Zeit. Aber weise Menschen, denen hört man doch immer wieder zu. Ich zumindest. Was ist weise? Weise ist, wer tiefer denkt. Weise ist, wer weiterdenkt, wer einen weiten Horizont hat. Und die Bibel sagt, weise ist, wer an Gott glaubt. Wer Gott respektiert und achtet. Ja, das glaube ich auch. Ohne Achtung vor Gott kann ein Mensch nicht wirklich weise sein. Er kann viel wissen, unbenommen. Und sehr klug sein, aber ohne Gott fehlt eine entscheidende, die entscheidende Dimension. Das ist unsere Chance, die wir als Christen und als Christinnen haben, Gott zu kennen. Wir haben die einmalige Gelegenheit, auf ihn zu hören, im Gebet und im Bibellesen. Und ich glaube, sein Wort und sein Rat können uns weise machen. Ich glaube, dass Gott uns Anteil an seiner Weisheit gibt. Das ist eine echte Chance, die sollten wir wirklich ergreifen, so oft wir das nur können. Liebe Kinder Gottes, ich folge einmal dem Apostel Paulus in seiner Art zu reden, liebe Kinder Gottes, und das ist gut. Liebe Kinder Gottes, hört auf unseren Herrn. Achtet auf ihn, betet und lest sein Wort. Der Herr spricht zu uns, er macht uns weise. Das war der erste Satz im Predigtext. Aus dem zweiten lerne ich, früher war nicht alles besser. Es gab zu allen Zeiten gute Zeiten und schlechte Zeiten. Paulus schreibt, die Tage sind böse. Was für ein Satz. Ja, die Tage sind böse. Er selbst sitzt im Gefängnis, aber für ihn ist viel schlimmer, die Gemeinden sind bedroht, denn ihnen droht Verfolgung, eine reale Bedrohung. Wie reagieren wir Menschen auf Bedrohung? Die Antwort erleben wir ja gerade ganz persönlich, ganz nah. Und wow, ich staune wieder einmal über Gottes Wort. Gottes Wort ist zeitlos. Es braucht kein ständiges Update. Es gilt. Und es gilt auch für uns heute. Es spricht hinein in unser Heute. Wir heute erleben so viel Unsicherheit. Erst vor wenigen Tagen habe ich in den Nachrichten einen Bericht gesehen über die Ängste der Menschen in Deutschland. Die Tage sind böse, sagt Paulus, und es trifft auf den 16. Oktober 2022 ebenso zu, wie an den Tag vor fast 2000 Jahren, als er diesen Brief diktierte. Unser Leben ist bedroht und die Frage ist, wie gehen wir mit Bedrohung um? Und der nächste Vers, der bedeutet für mich, hört nicht auf alle möglichen Meinungen. Achtet immer wieder auf den Herrn.
achtet dabei auf seinen Willen. Das heißt nicht, steck den Kopf in den Sand, zieh dich zurück in ein frommes Schneckenhaus. Es heißt vielmehr, hör nicht nur auf die Nachrichten. Hör auf den Herrn, lies Bibel und bete. Lies Bibel, sie erinnert uns an die Kernbotschaft unseres Glaubens. Gottes Wille für uns ist nicht unser Unheil, sondern unser Heil. Jeremia 29, Vers 11. Ich frage, wie gehen Menschen mit Bedrohung um? Die erste Antwort war, mit Verunsicherung. Die zweite Antwort heißt, mit Ablenkung oder mit Betäubung. Ja, dieser Vers 18, der so anstößig daherkommt, ist für mich doch zugleich sowas wie der Dreh- und Angelpunkt des Predigttextes heute. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, lasst euch stattdessen vom Geist erfüllen. Ja, man kann hier zusammen zucken, wenn man das liest, auch noch in der Luther-Übersetzung. Doch gerade hier lohnt es sich, wieder genau hinzuschauen und hinzuhören. Was meint denn Paulus? Ich rufe in Erinnerung, Paulus liebt die Christen. Sie sind Kinder Gottes und er selber empfindet wie ein Vater für sie. Also will er, dass sie den Schwierigkeiten, die ihnen begegnen, standhalten und ihnen nicht unterliegen. Der Wein steht in der Bibel als Getränk des Trostes und der Freude. Diese beiden Bedeutungen hat Wein im Alten Testament: Trost und Freude. Die Bibel weiß aber auch, dass Alkohol enthemmen kann und Menschen zu Handlungen führen, die sie hinterher bereuen. Beide Dimensionen werden in der Bibel angesprochen. Wir lernen, die Bibel verdammt nicht einfach den Alkohol, sie ist differenziert. Sie warnt vor Missbrauch. Paulus folgt dieser Spur und er sagt, Alkohol tröstet euch nicht. Er betäubt, das ist keine Lösung. Das macht euch auf Dauer schwach. Wir sollen aber stark sein und aufrecht gehen. Darum können wir Alkohol trinken, wenn es uns gut geht, aber nicht, wenn es uns schlecht geht. Wenn es um uns herum wackelt und bricht, dann brauchen wir Trost, einen echten Trost. Und dann nimmt der Apostel eine Wende um 180 Grad aus voller Fahrt. Das kann er einfach. Er greift ein Beispiel aus dem Leben heraus, um dann zu einer geistlichen Wahrheit zu kommen. Eine haarscharfe Wende. Vom vermeintlichen Seelentröster zum echten Trost. Und er hat recht. Jesus hat gesagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Heiligen Geist. Darum geht es Paulus. Trost ist sein Angelpunkt. Trost, was tröstet uns? Und er sagt, Gott hat uns einen Tröster gegeben, den Heiligen Geist. Den brauchen wir, um Halt zu haben. Und Gott hat ihn uns gegeben. Lasst euch vom Geist erfüllen, sagt Paulus. Lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist klare biblische Theologie und es ist unser Leben. Lasst euch vom Geist erfüllen heißt, lasst Gott in euch wohnen. Lasst Gottes Geist in euch wohnen und jetzt merken wir, wie klar das ist und wie schön und sinnvoll, was Paulus sagt. Lasst euch vom Geist erfüllen heißt, wir führen unser Leben, wir treffen Entscheidungen, wohin unser Leben geht und wir entscheiden auch, was uns erfüllt. Erfüllt uns Angst?
erfüllt uns Panik oder Verzweiflung, oder bitten wir Gott, dass er uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist und dass er damit unsere Gedanken ordnet und unsere Gedanken mit Hoffnung füllt und unsere Gefühle. Bitten wir Gott als Kinder Gottes immer wieder ganz bewusst, dass er unsere Gedanken und Gefühle leitet, bitten wir ihn um seinen Heiligen Geist. Schlussgedanke. Paulus schreibt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, dank Gott dem Vater allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Schlussgedanke 1. Wir sind Ermutiger. Wenn wir selber getröstet und gestärkt aufgerichtet sind durch den Herrn Jesus und seinen Heiligen Geist, dann werden wir auch ermutiger sein für andere Menschen. Lasst uns das ganz bewusst sein. Zweiter Schlussgedanke. In der Gottesdienstpredigt in der Kirche in Tuningen sagte ich letzten Sonntag, wenn wir Gott danken, dann zeigt er uns den Weg zu seinem Heil. So steht es in Psalm 50, Vers 23. Dort heißt es, wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Und ich habe gesagt, manchmal ist uns gar nicht nach Danken zumute. Manchmal ist eine Situation, wo wir eigentlich nicht Danke sagen wollen oder können. Und wenn wir dann suchen, wofür kann ich Gott danken und Gott einen Dank geben, dann wird er uns den Weg seines Heils zeigen. Auch das glaube ich. Und ich habe mich gefreut, dass dieses heute nochmal vorkam im Predigtext. Es ist eine Erinnerung und wenn Gott uns an etwas erinnert, dann bestätigt er es immer. Paulus sagt, und das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jawohl, im Namen von Jesus beten wir und bitten wir, im Namen Jesu danken wir auch, denn wir sind nach seinem Namen genannt. Amen. Wir singen miteinander ein Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 414, Strophe 1 bis 4, Lass mich, o Herr, in allen Dingen. Lass mich, o Herr, in allen Dingen auf deinen Willen ziehen und dir mich weihen. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin. Dein Herr ist alles, was ich hab und bin. Gib meinen Glauben Mut und Stärke und lass ihn in der Liebe tätig sein, dass man an seinen Früchten merke, er sei kein eitler Traum und falscher Schein. Er stärke mich in meiner Bürgerschaft und gebe mir zum Kampf und Siegerkraft. Lass mich so lang ich hier so leben, in gut und bösen Tagen sei vergnügt und deinem Willen mich ergeben, der mir zum Besten alles weiß nicht fügt. Gib Furcht und Demut, wann du mich begrüßt, Geduld und Trost, wann du mir Trübsal schickst.
hilf mir beten, wachen, ringen. So will ich dir, wenn ich den Lauf vollbracht, stets Dank und Ruhm und Ehre bringen. Der du alles hast so wohl gemacht, dann werd ich heilig, klein und dir geweiht, dein Lob verkündigen in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, für deinen Trost, für deine Ermutigung. Ja, wir sind deine Kinder. Du sorgst für uns. Du hast ein gutes Ziel mit uns. Du lässt uns nie im Stich. Dafür danken wir dir. Und bitten dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Regiere in unseren Herzen. Gestalte uns nach deinem Willen. Mach Menschen aus uns, die deinem Bild gleichen. Ermutigerinnen und Ermutiger in dieser Welt. Ja, Herr, das wollen wir sein, und wir sind es nicht aus uns, aber durch dich. Herr, als deine Kinder und als deine Gemeinde bitten wir dich, erbarme dich über unsere Welt. Erbarme dich über die Menschen, die du alle liebst. Erbarme dich über alle, die unter Krieg leiden, besonders in der Ukraine. Gib Frieden, Herr. Erbarme dich über alle, die unter Hunger leiden. Und heute bitten wir besonders für die Menschen im Sudan, deren Lage so verzweifelt ist. Erbarme dich, Herr, und zeig uns, was wir tun können. Amen. Alles, was uns bewegt, an Bitte und Fürbitte, an Dank und Anbetung, das schließen wir ein, wenn wir miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade euch ein zum nächsten Gottesdienst bei Kirche zu Hause. Kirche zu Hause, 19. Sonntag nach Trinitatis 2022 aus Tuningen. Wir sehen uns. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Miteinander singen wir zum Schluss das Lied aus dem Gesangbuch Wohl denen, die da wandeln, Nummer 295, Strophe 1 bis 4. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, direkt von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil
weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnade auf ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten. Verlass mich nimmer mehr. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst dich zu Schanden wird. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, nimm ich deiner Gebot. Dein Wort, Herr, nicht vergehen, es bleibet ewig lieb. So weit der Himmel gehet, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erde, durch deine Hand bereit. Ich danke euch. Bis nächste Woche. Seid gesegnet.